So, Freunde der Spiegeltour, wir schauen uns an Wickmund, The Return of the Hidden Knight. Den Titel kann ich nicht auswendig, aber er steht hinter meinem Kopf, der einfach alles wieder blockiert. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, wir gehen spontan rein in das Spiel, wieder angespielt. Die Entwickler waren so freundlich, mir den Key zu stellen. Für 13 Euro ist das Spiel zurzeit im Early Access und soll bis Ende des Jahres die verbleibenden Kapitel dazu bekommen. Entwickler haben mich schon gewarnt, dass die Bosskämpfe unglaublich schwer sein sollen, weshalb ich das auf Noviz spielen soll. Ich habe auf Normal eingestellt, beziehungsweise ein Knight ist schon sehr fordernd. Werden wir trotzdem machen. Was wissen schon die Entwickler, was ich für ein guter Spieler bin? Kapitel 3. Wie tötet man einen Drachen? Die Geschichte von Beowulf, wie er einen Drachen tötet. So. Finally inside. Ja, Bruder, wir sind drin. Ich kann nicht glauben, dass wir immer noch am Leben sind. Bist du nicht Feuerhand? Die dunkle Seite. Du hast hunderte von Goblins getötet, alleine. Das stimmt schon. Aber ich habe noch nie so viele gleichzeitig bekämpft. Also sind wir anscheinend schon eigentlich mitten in dem Kapitel, mitten im Spiel. Say Queen of the Tomorrow, we will still be alive. Halte deine Waffen bereit für den Kampf. Ist das Spiel so laut, wie ich das mir gerade vorstelle? Ja. Wer ist denn jetzt Narrator, der redet? So, ich gucke erstmal, es wird nämlich eigentlich empfohlen, dass man mit einem Controller spielt. Mit Maus und Tastatur geht's auch. Aber ich glaube, es gab mit der Maus- und Tastaturkontrolle, also Kontrollgeschichte am Anfang ein paar Probleme. Weil die sich darauf ausgelegt hatten, dass du mit dem Controller spielen sollst. So, X ist ein Simple Attack. Y vorpreschen und reinschlagen. B ist eine Schwingattacke. Und mit A rollt man in eine Richtung. Wenn man nur A drückt, macht man einen kleinen Dodge. A halten ist Block und Parry. Geil, jetzt bist du bereit, dein Abenteuer zu beginnen. Okay, das sind spezielle Angriffe und ich glaube, unter LT kann ich das Schwert unter Feuer setzen. Aber eigentlich wollte ich wissen, wie ich zum Beispiel da unten das aufnehme. Weil ich sehe doch, dass da was zum Aufheben ist. Achso, das ist eine Kniepanzerung. Kann ich auf die anderen auch zugreifen? Und ich sehe, rechts oben ist auch eine Ausdauer. Ich denke mal, das Gelbe ist Magie, das Grüne ist Ausdauer. Ekelhaft. Ih, Spinnen. Ich habe das Gefühl, dass ich trotz niedriger Ausdauer Moment.
wie es rausfindet, da auf E. Vielleicht sollte man deutlich mit Controller spielen. Obwohl ich jetzt schon ein bisschen irritiert bin, weil zum einen weiß ich nicht, wie ich jetzt Kamera drehe. Ach so. Und wie entscheide ich, welchen Schlag ich ausführe? Leg dich hin. Okay, ihr seid auch Feinde. Ist eigentlich irgendjemand hier ein Freund? Schulterplatte. Ob ihr mich alle verfolgt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der andere Typ gerade noch nicht da ist. Ah doch, da läuft er. Du kannst die Mucke 20% leiser machen, ich kann es auch 20% lauter machen. Ups. Das ist halt immer das Problem. Manche Sachen sind halt sofort ein bisschen laut. Action Bar 1, 2, 3, 4, Parry Block, Middle Mouse Button. Sprint, Lock on Target, Tab, Reveal Item, Left Alt. Ach, da wäre es gewesen. Habe ich gar nicht dran gedacht, da ich ja da unten die Cursor-Tasten habe. For the King! Boah, wenn die Steuerung nicht so schlimm wäre irgendwie. Ich glaube, ich könnte das bis jetzt eigentlich Spaß machen. Andere Frage, warum gibt es hier einen riesigen heiligen Gral? Seht ihr das? Die Statuen verfolgen mich.
So, weniger Schaden, dafür ein Schild. Das wäre eigentlich ganz süß mit dem Wegreißen. Also ich versuche... An irgendwas erinnert mich dieses Spiel ziemlich. Also von der Machart her. Nein, mit Divinity hat das hier überhaupt nichts zu tun. Divinity hat vom Kampf her sowas ganz anderes. Aber weißt du, was ich bis jetzt komisch finde? Weil es wirkt einfach so, als wenn, obwohl ich eine Ausdauerleiste habe, das gar keinen Einfluss darauf zu haben, wenn ich kämpfe oder sowas. Und Divinity 1 war lustigerweise auch schon bedeutend bunter. Upsala. Ach, das ist das Targeting. Weißt du, was mir auch fehlt? So ein bisschen der Indikator bei Gegnern und dass die jetzt angreifen. War eigentlich das Kampfsystem zu schnell, um wirklich vorher zu entscheiden, übrigens, jetzt muss ich den ausweichen oder das ausweichen. Auf jeden Fall ist die Ausdauerleiste absoluter Unsinn. Ich beachte die jetzt auch nicht mehr. Rollen funktioniert nämlich auch trotzdem, also trotz allem. Links oben ist eine grüne Leiste. Ich denke mal, dass die grüne Leiste Ausdauer darstellen soll. Balancing der Hölle, ey. Zum einen ist mein Begleiter total im Eimer. Das Block? Nee, aber dann würde das ja nicht, würde meine Angriffe ja meinen Block nicht minimieren.
Ja, ich würde einen Heiltrank nehmen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Aber leider haben sie vergessen, zu pausieren, wenn mein Menü drin ist. Also renne ich rum und exploite. Ah, wenn es denn funktionieren würde. Verflucht. Das Schöne ist, wenn dann Entwickler zu einem kommen und sagen, das Spiel ist aber auch richtig schwer. Dabei ist das Spiel nicht richtig schwer, sondern es gibt halt keine Option großartig, was dagegen zu tun, dass es schwer ist. Das heißt am Ende wieder, du schiebst das aufs Spiel, dass du schlecht bist. Nein, es ist halt... Auf jeden Fall scheint der Loot immer generiert zu werden. Ups, jetzt hab, ohne Scheiße, habe ich sogar Exit to Desktop gedrückt, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber ich sehe schon, das Balancing ist ja unter aller Sau. Dann sollten wir vielleicht wirklich auf Novize spielen. Ist übrigens das Tollste. Also finde ich auch eine sehr gute Idee. Erstmal, ja, was möchtest du machen, wenn du stirbst? Natürlich, ich möchte zum Desktop zurückkehren. Weil ich habe gerade, ist mir in Erinnerung gekommen, ich möchte gerne einen wundervollen Texteditor, eine wundervolle Texteditor-Datei, mein Gott. Eine wundervolle Texteditor-Datei schreiben. Ich muss leider sagen, es fühlt sich halt vom Spielen her nicht gut an. Obwohl es wirklich gut sein könnte. Bei ausgehend von den Umgebungen und so weiter. Sieht das hier eigentlich schon aus wie ein eigentlich gar nicht mal so schlechter, düsterer Dungeon Crawler. Falls auch ins dritte Kapitel zu starten, nicht das Beste für ein Early Access Spiel. Aber ist ja alles jetzt von mir nur reine Spekulation. Jetzt habe ich 3 Tage Unity gelernt. Ohne Scheiß, jetzt sehe ich in alles immer irgendwelche Unity-Befehle. Heute noch gelernt Partikeleffekte mit Trigger. Und jetzt sehe ich hier diese Coins aus den Objekten rauskommen und weiß, wie ich das mache in Unity. Die Schwingattacke ist, glaube ich, effektiv. Weil ich finde, so vom Grunddesign ist das ansprechend. Das Gameplay. Wieso lernst du Unity-Befehle? Weil ich mir Unity beibringe. Weil ich die Unity-Engine lerne. Weil ich was für mein Gehirn tue in meiner Freizeit. Das Schild werde ich jetzt einfach nicht nehmen, drauf geschissen. Immerhin halten sich das ungeschriebene Gesetz, dass F5 Quicksave ist.
danke, Hund, du hast gefurzt und bist aufgestanden dabei. Du bist eine Wonne auf meinem Schoß. Darf ich dich vielleicht zum Essen einladen, bevor du mir das nächste Mal ins Gesicht furzt? Und ab mit dir. Halt, stopp! Erstmal einen schönen dicken Schinken essen. Und nebenbei schreibe ich übrigens meine Ideen für mein eigenes Spiel auf. Release 2023, frühestens. Prototype Release 2022. Es wird natürlich keine grafische Wucht werden. Wird es dann Early Access sein? Erstmal gucken, ob ich überhaupt was fabriziere, was Leute spielen wollen würden. Geht es in deinem Spiel um Möpse? Nein. Ich bin nicht so wie der komische Typ, der dieses Spiel über Katzen gemacht hat. Was wir mal gespielt haben. Hauptsache vor Star Citizen. Ja. Oh, guck mal, leuchtende Skelette. Brich nach der Hälfte der Entwicklung ab. Und entwickle ein neues, ähnliches Spiel. Ah, da kann man richtig viel Kohle machen mit. Danke, Nachtfalke, für dein Twitch Prime-Abo. Vielen Dank. The Great Dungeons of Ashdown Castle. Indeed, great dungeons. But sadly, they are packed with enemies. Mehr Äpfel. Wie man Objekte dazu bringt, einem zu folgen, haben wir übrigens heute auch bei Unity gelernt. Wer vorhin bei meinem, also wer mittags bei meinem Ich lerne und arbeite Unity Stream reingeschaut hatten. Bei Star Citizen ist dieses Wochenende Flight Event und ich besitze Star Citizen seit Anfang an. Ich brauche kein Flight Event. Vor allem kann ich leider bei nichts mitmachen, was einfach nur dazu dient, noch mehr Kohle zu generieren für etwas, was niemals rauskommt. Entschuldigung, ich wollte euch die Hoffnung nicht nehmen. Es macht übrigens keinen Sinn, Bewerbung für Entwicklungsstudios zu schreiben. Aber schön, dass ihr meinen Traum einfach so belächelt. Ich werde euch einfach so wie sonst auch ignorieren.
Oh, es gibt sogar Stats Points. Ich denke mal, Stärke, Stamina und Agility sind die Sachen, die diese Klasse benötigt. Passt auf, ich programmiere euch einen Unity-Prototyp in Hot Tube. Ich sagte auch, der Berliner Flughafen wäre nie fertig. Ja, aber im Berliner Flughafen ist es halt nicht ein riesiges Marketingbudget, was einfach noch mehr aufgebläht wird durch Leute, die zahlen, um irgendwelche Leute auf der Welt durchgehend zu finanzieren. Also es ist ja nicht mehr Game as a Service, es ist ja No Game as a Service. Und dann fällt uns übrigens auch ein, wir wollen das noch einbauen und das noch einbauen und das noch einbauen. Ach ja, wir wollten auch irgendwann mal fertig sein. Fertig ist gar nicht hier in Projektplanung drin. Da steht nur noch Rente. Okay, dann zimmern wir jetzt irgendwas zusammen und dann gehen wir alle in Rente. Nach 10 Jahren Entwicklung. Man muss inzwischen einfach denken, es gibt keinen Anreiz dafür, für die Entwickler fertig zu werden jemals. DCS, also du meinst diesen super realistischen Flugsimulator, auch mit Kampfmaschinerie etc. Mit Kampffliegern, habe ich mal gespielt, ja. Also es ist nicht der super Megasprung, du kannst ja trotzdem ein paar Hilfseinstellungen dazu schalten. Aber ist schon ganz cool. Obwohl ich sagen muss, dass der Flight Simulator schon zum Beispiel echt krass war. Als wir den eine Zeit lang gespielt haben. Da hat Microsoft echt ein schönes Ding gemacht mit. Auch wenn er natürlich so gesehen schweineteuer ist. Und ja, der Berliner Flughafen ist natürlich fertig. Es geht nicht darum, ob man jedes Spiel so bis in die Unendlichkeit weiterpushen würde. Und solche Spiele gibt es ja. Die als Game as a Service bis zur Unendlichkeit weitergepusht werden, bis die finanziell nicht mehr lohnenswert sind. Nur Star Citizen hat einfach die Sonderrolle irgendwo geschafft zu erhalten, dass sie wirklich einfach so viel Vorschusslorbeeren bekommen wie kein anderes Kickstarter-Projekt jemals. Beziehungsweise Kickstarter ist ja nicht. War ja kein Kickstarter. Kickstarter gab es noch gar nicht, als Star Citizen gesammelt wurde. Das ist einfach so geil. Man müsste mal eine Liste machen, wie viele Spiele inzwischen supported wurden und bezahlt von Leuten und sie sind schon rausgekommen. Also es ist schön, wenn das Spiel wirklich mal fertig sein sollen würde. Aber man muss einfach daran denken, dieser wundervolle Typ, der dafür verantwortlich ist, der hat auch den Wing Commander-Film gemacht. Und den könnt ihr euch gerne angucken, um nochmal vor Augen zu führen, wie man denn verkacken kann in seinem Leben. Äh,
Und es wird ja auch viel gesagt, dass das früher, sag ich mal, die Wing Commander eigentlich in die Hose gegangen ist, weil damals sein Bruder mit an Bord war. Und der das eigentlich gemanagt hat. Deshalb. Wo muss ich lang? So, ich werde aber nicht jegliche Hoffnung für Star Citizen nehmen. Wenn es rauskommt, kommt es raus, wenn nicht, dann nicht. Wer da Geld investieren will, soll das machen. Aber mir reicht mein Starter-Kit, was ich früher mal investiert habe. Ich sehe da nicht ein, irgendwelche Schiffe zu kaufen, die teilweise noch nicht modelliert wurden. Nur um so einen komischen Pay-to-Win-Sektor zu unterstützen. Obwohl Pay-to-Win ist das... Es ist einfach, du kaufst ein Modell, ey. Star Citizen 2099 ist fertig. Genau, hab's für Squadron 42 gekauft. Ach, und das ist da auch erst 2 Jahre im Verzug. Und das Schlimme ist ja, dass sie wirklich ihren Marketingkram machen, mit Schauspielern und alles, und sagen, ja, wir haben mit denen schon die Texte eingesprochen und die ganzen Missionsdinge und dazwischen. Also an sich Sachen, die du am Ende des Progress machst, an der Entwicklung von dem Spiel. Und dann kommt das Spiel nicht. Und da einfach nur denkst, ja, wofür wird das denn gemacht? Wofür wurde denn hier Hamilton oder Schieß mich tot dann als Synchronsprecher und als Schauspieler dafür? Warum wurde das Motion Capturing mit denen gemacht für die Zwischensequenzen, wenn das Spiel eh nie kommt? Das Weltraumspiel, was jetzt ein großes Update bekommt, ist Elite Dangerous. Die kriegt die nächste Content-Erweiterung, die Kämpfen außerhalb der Raumschiffe ermöglicht. Und das ist auch das Schöne, weil Elite Dangerous, also, hat das nämlich anders gemacht. Die haben ein fertiges, vielleicht etwas leeres Spiel gebracht und haben das von dem Punkt auf immer weiter aufgebaut. Und es ist ein gutes Spiel, Elite Dangerous. Es ist natürlich sehr Sandbox-like und sehr offen, aber du kannst unglaublich viele Stunden drin versenken und es ist fertig. Und es wird sinnvoll erweitert. Während, sag ich mal, die Erweiterung ist seit 2 Tagen raus, dann so. Während bei Star Citizen, sag ich mal, nur in dem Marketinggedöns darüber geredet wird, was so Sache ist. X4 hatte wie immer zum Start so seine Probleme, ist inzwischen aber auch gereift. Hat sehr viele Updates bekommen. Aber wenn ich immer anfange, X4 zu spielen, erschlägt es mich ein bisschen von den Möglichkeiten. Der schönste Moment bei Star Citizen war wirklich, als dann irgendwann kam, ja, wir haben zwar jetzt schon jahrelang daran entwickelt, aber wir schmeißen jetzt nochmal so gesehen ganz viel weg, weil wir wechseln nochmal die komplette Engine. Und denkst einfach nur so, ja, warum nicht, kann man mal machen, ne? Ach, das ist Armguard. Also hier, Sheen. Boah, jetzt haben wir so viel über Off-Topic geredet. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hier lang muss. Da sind wir wohl, glaube ich, nicht hergekommen. Das sieht aus, wenn man davor speichern sollte. I need a key.
Wie heißt das Spiel, was du zockst? Das steht im Titel. Warum sage ich das? Weil ich dafür bin, dass jeder lesen und schreiben lernen sollte. Und wenn du es nicht kannst, dann schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Vor allem wäre es immer schwierig, wenn Leute reinkommen. Also schwierig nicht, aber wo ich dann immer wieder das Spiel erklären muss. Alle 5 Minuten, vor allem, weil ich selbst nur rumschlachte hier. Ich renne rum und töte irgendwelche magischen Wölfe. Und da hinten läuft irgendwie ein riesiger Troll rum und irgendwo hier muss ein Schlüssel versteckt sein, dass ich dieses Tor öffnen kann. Ah, Sokrates. Oder wie es eigentlich heißt, Sokrate, oder? Ach, ich weiß nicht mehr, wie Bill und Ted den nennen. Ich glaube, der hat den Schlüssel. Ja, der hat auch eine Sonder-HP-Leiste. Alter. Wenn er mich trifft, macht er 31 Schaden. Hallo? Ich war gar nicht hier. Der Mensch triumphiert. Der was auch immer verliert. Ah, es gibt auch Sets, sehe ich gerade. Da ist nämlich ein 6er... Z drauf. Nibelungen. Tasset. 10er Set. Mein Gott. Ogre oder Troll. Ist egal. Tod ist tot. Ja, aber hat man gesehen, bei größeren schweren Gegnern sollte man auch wirklich ausweichen. Erwartet er jetzt Schüsse dabei? Und alle Kleidungsstücke verändern auch den Charakter. Das ist schon mal nicht so schlecht. Aber leider summt der Kampf halt so in der Mittelmäßigkeit. Und das finde ich jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der Kampf nur ein bisschen taktischer wäre. Könnte man diesem Spiel, auch wenn es nur 13 Euro kostet, eine glorreiche Zukunft
ja, wie heißt es? Ihr wisst, was ich sagen will. Oder auch nicht. Prophezeien. Das war das Wort, was ich gesucht habe gerade. Nibelungen-Gloves. Jetzt im Ernst, das Movement erinnert mich wirklich daran, wie der Blinde auf einem Holzpfeiler eindrischt. Wie gesagt, es ist wirklich nicht perfekt. Vor allem ist in der Masse die Schwingattacke eh das Einzige, was Sinn macht. Aber anscheinend sind ja auch die alle Rüstungsteile für das Nibelungen-Ding. Das müsste ich, glaube ich, schon einen Z-Bonus haben. Ja, plus 1 Agilität. Aber ich merke, wie mein Charakter stärker wird. Das ist ja auch was Positives. Irgendwo in diesem Dungeon habe ich einen Schatz versteckt. Und grün muss Ausdauer sein, weil ich renne auch mit der grünen Leiste. Ich beziehe mich auf Blinzer aus Helden der Strumpfhosen. In Strumpfhosen. Beinloch, seid ihr wieder da? Hö, warum zieht das denn jetzt so auf dem Klo? Sie haben das Schloss einfach weggefändet. Unter meinem Allerwertesten. Tja, jetzt nur ein richtiges Radar. Finde den Eingang in das Schloss. Der Eingang befindet sich im Norden des Dungeons. Norden. Ich schlachte hier schon 40 Minuten drin rum. Da ist auch eine Kiste. Berserker Cape. Ja, warum nicht? Ach, jetzt habe ich ein Cape, was hinter mir herfliegt. Dabei sind Capes Mord. Das weiß doch jeder. Ja, von hier war ich runtergegangen in den Dungeon. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und ein bisschen schade, dass ich meine Kollegen nicht ausrüsten kann.
Ach, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Ich kann mit irgendwas anfangen? Nee, du verfolgst mich einfach nur, weil du ein netter Drache bist. Also mich ärgert, dass das Spiel eigentlich Potenzial hat, aber so viel auf der Strecke lässt. Weil es einfach nur so ein Gekloppe ist. Hätte ich da die Fehler mit drin gehabt, zum einen wäre es erstmal, ne, die Party wird von 3 Leuten gesteuert. Du machst auch so ein Couch-Potato-Spielchen, also Couch-Koop-Spiel, wo die Leute hin und her rennen können. Und jede Charakterklasse natürlich auch spezifische Fähigkeiten haben, die sich aber stärker voneinander unterscheiden. Das Ganze mit so ein bisschen Baldur's Gate-Flair, also jetzt nicht vielleicht so viel RPG mit drin. Aber so eine kleine Prise, damit man ein bisschen Charakter-Progress hat. Die Mucke ist echt gut. Das stimmt. Also die Mucke ist heroisch. Kriegt bestimmt auch 10 Copyright-Claims darauf. Und die Zombies nicht vergessen. Das kann ja sein, dass in Kapitel 1 und 2 Zombies drin waren. Weil wir sind ja, also Early Access startet ja in Kapitel 3. Im Sommer werden wohl 2 weitere Kapitel veröffentlicht. Ich hoffe dann Kapitel 1 und 2. Und Ende des Jahres soll dann der Rest kommen. Da ist ein Raum, da war ich noch nicht drin. Level up! Und es fehlt irgendwie ein Sound für Level ups. Etwas, was motivierend ist. Nein! Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Och, du willst mich doch verarschen. Ich bin nur in das scheiß Menü reingegangen. Ah! Und noch schlimmer wird sein, er wird nicht gespeichert haben, oder? Ja, 22:38 war das letzte Speichern, das Quicksave wird wahrscheinlich noch weiter vorne sein. Ja, Quicksave stand nicht hier, keine Ausrüstung, gar nichts. Boah, wie kann man ein Spiel so leicht verlassen? Es ist super ätzend. Ja, und hier sind wir gerade die Kammer gewechselt, also waren nicht mehr vorm Tor. Okay. Ich sag, als angespielt reicht das. Ich kann das nicht einordnen. Es ist halt einfach nur okay, aber nicht mehr. Das braucht noch viel Arbeit bis Ende des Jahres. Also die Reviews sind jetzt nicht durchgehend schlecht von den Leuten. Nur es ist halt einfach von der Präsentation her, wie die das machen mit dem Early Access, mit der Phase, ist das nicht, also wird das keine große Masse von Leuten ansprechen. Auch wenn die Core-Mechanik funktioniert anscheinend. Schade drum. Bin da immer ein bisschen wehmütig, wenn Spiele dann nicht so überzeugend sind, wie sie sein sollten. Weil die Entwickler natürlich mit hohen Erwartungen daran gehen und das dann einem schicken und sagen, ja, kannst du gerne testen mal und gucken, wie findest du das? Und es hat ja keine schlechten, es hat wirklich ein Potenzial, aber es braucht halt echt, glaube ich, mehr Arbeit als bis Dezember, was die sich vorgenommen haben, um da wirklich nochmal ein richtiges Spiel draus zu machen. So sei es.